Hallo und herzlich willkommen zu einem eher traurigeren Video von Never. Das ist nämlich ein Infovideo und was will ich kurz sagen? Ich denke mal, alle, die Never zocken, haben gesehen, dass es am 14. Juli ein neues Update gab, dass das Spiel für mich persönlich und für einen Clan von uns, auch für viele Spieler einfach noch schlechter macht, als es schon vor dem vorherigen Patch mit der Hitbox war. Und das heißt, dass ich das Spiel nicht anrühren werde, nicht zocken werde und nicht weiterhin aufnehmen werde, solange diese Drecksfixes nicht gemacht werden. Falls irgendeiner von den Machern hier zuguckt, ihr sollt die Hitbox wieder zurückstellen. Die Hitbox soll ganz normal sein. Man soll einen Spieler verletzen können, überall am Körper. Und Headshots sollen auch wirklich funktionieren, denn wir haben es getestet. Und ich habe mit der Crew einem aus 2 Metern Entfernung in die Fresse geschossen. Auf die rechte Schulter, auf die Lunge, also rechts, andere Seite vom Herz, ne? Also, ja, macht halt einfach keinen Schaden, wa? Also im Grunde ist einfach die Hitbox wirklich in den Arsch gefickt worden. Das ist schon mal eins, was mich megamäßig nervt. Dann kam jetzt noch was mich noch mehr nervt, was allgemein alle nervt. Das ist, dass wenn man stirbt, verliert man jetzt 45% seines Geldes. Das müsst ihr euch mal vor Augen halten. Wenn man 2 Millionen Cash hat, dann hat man danach nur noch 1,05 Millionen Cash. Was, ja, grob eine Halbierung ist. Ich weiß auch nicht, wieso wir 45 gemacht haben, damit es wohl nicht wie 50% aussieht, weil das 50% halt schon krass wären. Einfach nur, damit es halt nicht wie 50% aussieht, aber ich finde es einfach assi. Ach übrigens, was noch besser ist, was aufgehoben werden kann, sind auch nur 10% von dem Gesamtwert, den man hatte. Also von 2 Millionen kann man noch 200.000 aufnehmen. Und dann irgendwie 800.000, die fliegen im Wind rum oder keine Ahnung, was damit passiert. Es ist einfach Geldvernichtung höchsten Grades. Also 35% vom Gesamtgeld werden pro Kill immer einfach vernichtet. Das heißt, gut, erstens, es gibt Vorteile und Nachteile dabei. Nachteil ist einfach, du kannst dir nichts mehr leisten, allgemein. Innerhalb von 2 Tagen, 3 Tagen wird jeder mit vielleicht 1.000, 200.000, 3.000, 4.000 Cash rumlaufen. Sinken, ne? Immer weniger werdend. Der Vorteil ist natürlich, das Spiel wird mehr zu einem Survival-Shooter, der viel weniger auf PvP basiert werden wird als vorher. Nur finde ich, dass du Munition brauchst, um Viecher zu töten. Und diese Munition kannst du dir halt auch nicht mehr leisten. Und faktisch musstest du sie finden oder dir mit Delivery Missions, die dir eine halbe Stunde brauchen, damit du 1000 Cash hast und vielleicht dann hier 50 Schuss in der Waffe haben kannst oder irgendwie sowas, brauchst du halt eine halbe Stunde, da habe ich keinen Bock drauf. Weißt du, dann damit kannst du 5 Viecher töten oder die Viecher, die auf deinem Weg sind, während du Delivery Mission machst. Die kannst du damit töten. Wenn ein Spieler nochmal kommt, dann bist du wieder gefickt und tot und dann tschüss nochmal, ne? Also, da herrscht, also wirklich Phosphor Games oder... Boah, Leute, ernsthaft. Wenn ihr das Spiel selber spielen würdet, wüsstet ihr, dass das, was ihr reingepatcht habt, Bullshit ist. Einfach nur komplette Scheiße. Auch wenn es Noobs gibt, ich bitte euch, es gibt keine Ausrede dafür, dass Noobs hier Never spielen und dann sagen, ja, das ist viel zu schwer, weil es viel zu viele gute Leute gibt. Wir haben alle so angefangen, ne? Ist halt wirklich so, wir haben alle so angefangen und wenn irgendjemand neu anfängt, dann empfehle ich ihm, nimm dir einen Kumpel und spiel mit dem das zu zweit und entdecke alles zu zweit, guck irgendwie, dass du vielleicht jemanden frechst, vielleicht, wenn ihr mich irgendwann mal online seht, dann schreibt ihr mich vielleicht auf YouTube an oder sowas und sagt, Nico, kannst du mir ein Tutorial geben oder ein wenig helfen, einfach, ich blick da nicht durch, kein Ding, schreibt mich an, ich mach das gerne mit euch, das ist kein Thema. Ich erkläre euch auch gerne, wie das Spiel an sich funzt, aber ihr müsstet da sowieso das Let's Play gucken, das ist eigentlich alles erklärt, also da, ich weiß nicht, da gibt es jetzt kein Geheimnis, ich habe jetzt hier auch alles veröffentlicht, was hier eigentlich veröffentlicht werden dürfte. Ja, 7 Futz wieder und rein Kubi schreibt, glaube ich. Gut, also ich würde mal sagen, ich biete einfach Hilfe an für die Leute, die einfach Hilfe brauchen oder Hilfe wollen oder mit mir mal zocken wollen, gerne. Und für die, die neu anfangen, alleine sind, Leute, Delivery Mission und passt auf. Es ist halt einfach ein PvP-Shooter. Ich meine, DayZ war es auch nicht friedlich, in WarZ auch nicht. In allen anderen Survival-Shootern gibt es genauso asoziale Leute. Never ist halt momentan, ich sag mal, die Map ist an sich groß, aber doch klein. Deswegen sind so viele Leute im PvP da, weil man auch fixe Punkte hat, auf die man eben immer zugreist.
Boah, da habe ich jetzt wieder hier voll viel gelabert, der nicht wirklich dazu passt. Kam, was wurde noch gefixt? Es wurden ein paar Mini-Fixes gemacht, sowas wie, du kannst dein Geld jetzt endlich aufheben, auch wenn dein Rucksack voll ist. Was meiner Meinung nach sowieso hätte gefixt werden müssen, ganz am Anfang, weil das ist, ich verstehe das nicht, wieso das nicht ging, also Bullshit, also richtig, keine Ahnung. Bei manchen Sachen frage ich mich aber nur, ob die das Spiel aber mal irgendwie 10, ob die es eine halbe Stunde gespielt haben, die Macher, oder 20 Minuten, oder wirklich 10 Stunden. Und da tendiere ich eher zu einer halben Stunde. Einfach mal Tutorial gemacht, rumgelaufen, fertig, alles klar läuft. Also, keine Ahnung. Es wird zwar, ich muss zugeben, es wird zwar viel gefixt. Und ich denke mal, dass die Macher auch ziemlich gut aufpassen, wie es da so abläuft in Richtung, was die User von dem Spiel oder die Spieler eben einfach sagen, ins Team reinschreiben, ja Leute, da geht es nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ich könnte da gucken, dass sie das schon fixen. Denke ich mal, dass das schon gemacht wird. Aber jetzt muss ich sagen, wurde das Spiel grundlegend zweimal hintereinander in den Arsch gefickt. Und das geht nicht klar. Und das geht echt nicht klar. Da habe ich einfach, da muss ich sagen, dass meine Motivation fürs Spiel jetzt momentan wirklich auf null runtergefallen ist. Und ich wirklich bis zum nächsten korrekten Bugfix, der wirklich mal wieder 1,5 GB groß sein wird, der dann auch hoffentlich wirklich mal was an dem Spiel wieder ins Plus zieht, denn momentan die letzten zwei Fixes oder sogar drei Fixes, ich glaube aber eher zwei, die haben das Spiel nur noch viel tiefer gezogen, als es ging. Ich muss da sagen, gut, okay, neue Attacken, neue Spielmodi als Crawler oder Golem, schön und gut, finde ich super. Aber das wird Spiel, aber das ist sofort wieder im Arsch, wenn du im Spiel an sich nicht gescheit dich verteidigen kannst, weil du einfach auf jemanden drauf schießt. Ich hab's, glaube ich, sogar in der Aufnahme drin. Ich knall einen wirklich ab, permanent, und ich habe drei Mag-DR-Magazine und einen hat ein Uzi-Magazin draufgeballert. Und der Typ, der stand immer noch neben mir. Er war zwar ein AFK, aber ich musste ihn dann mit dem Katana wegmachen, weil der nicht gestorben ist. So was meine ich einfach, dass du wirklich dann den Typen abschießt und aber nicht triffst. Sowas ist meiner Meinung nach das Schlimmste. Wenn sie das schon mal rausfixen würden, würde ich wieder spielen. Dann wäre das mit dem Geld schon, ich sag mal, die halbe Tafel Schokolade. Aber es ist jetzt einfach gerade unspielbar. Das ist mein Statement dazu. Wer meiner Meinung ist, gut. Wer was dagegen, wer nicht meiner Meinung ist, bitte schreibt es mir in die Comments oder schreibt es einfach, dann können wir gerne diskutieren. Ja, dann ich hoffe mal, dass sie es fixen, denn sonst habt ihr in nächster Zeit auf jeden Fall keine Never-Videos, obwohl das Spiel einfach an sich ein gutes Konzept hat. Ein sehr gutes Konzept, das wirklich spannend und gut ist. Ja, musste mal wieder wenig Positives über das Spiel sagen, denn sonst ist es zu negativ. Ich spiele das Spiel ja auch nicht, weil einfach da zum Spielen, sondern weil es einfach auch geil ist. Nur dass sie es jetzt momentan einfach vorne, ich sag mal, einem. Ein A-Titel ist auf einmal jetzt ein C-Titel geworden. Ja. Naja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.